Safety first, man sollte niemals unterschätzen, wie viele Zwiebeln man schneiden muss für französische Zwiebelsuppe. Bonjour mes amis zu einer wunderschönen französischen Zwiebelsuppe hier auf Le Yam Tam. Französische Zwiebelsuppe, einfach zu machen, aber mega lecker, weil man ganz viele Schichten an Geschmack hat. Und was braucht man dafür? Zwiebeln. Und die müssen wir erstmal schälen und schneiden, weil ohne Zwiebeln keine Zwiebelsuppe. Los geht's! Das Schöne an Zwiebelsuppe ist, ihr könnt die Zwiebeln benutzen, die ihr daheim habt. Das heißt, ihr könnt auch mischen. Rote Zwiebeln, weiße Zwiebeln, violette Zwiebeln, Schalotten, was auch immer. So, und jetzt schälen und schneiden wir die Zwiebel. Und zwar, wir halbieren sie. Wir müssen schon ein paar schneiden. Ich mache jetzt hier natürlich eine Portion für den Felix, ja. Das reicht dann an Zwiebeln, aber wenn ihr natürlich mehrere Leute ja, bewirten wollt, dann müsst ihr ein bisschen mehr Zwiebeln schälen und schneiden. Ja, ich schäle jetzt erstmal alle Zwiebeln und präpariere die. Ey, wir wollen auch was. Ja, genau, wir wollen auch was. Ja, für euch reicht es auch, keine Sorge, ja. Ich mache schon genug. Ja, was ist ihr denn los? Heul doch nicht so rum und mach ein bisschen schneller. Ich habe großen Hunger. Und es ist schließlich mein Kanal, Le Yam Tam. Pardon, Monsieur Edgar, pardon. Ich mache. Das ist einfach so ein schönes Gericht, weißt du? Ich muss immer weinen, wenn ich so viel Zwiebeln sehe. Das macht mich so emotional. Tschüss. Tschüss. So, die Schalen machen wir mal zur Seite. Wenn ihr euch jetzt fragt, warum ist Edgar so klischeehaft gekleidet, dann drückt jetzt hier oben aufs i. Dann kommt ihr zu unserer wunderbaren Escape Challenge. Sie ist zum Schießen. Ich schwöre es euch. Apropos, wenn ihr sie noch nicht gesehen haben solltet, dann vergesst jetzt nicht zu abonnieren und die Glocke zu läuten. Dann verpasst ihr auch kein Video und dann müsst ihr hier nicht oben klicken, sondern ihr habt es schon lange gesehen. Ja, versteht ihr? Das ist Brain. Zwiebeln sind jetzt geschält, Schalen weg. Jetzt müssen wir sie natürlich noch fein schneiden. Und jetzt schneiden wir einfach feine halbe Ringe runter. Ganz easy. Diese Zwiebeln bleiben natürlich nicht roh, sondern wir karamellisieren sie in einem Töpfchen. Das heißt, sie werden schön dunkel. Und das geht natürlich schneller und einfacher, wenn er sie schön fein schneidet. So, und jetzt müssen wir die alle schön fein schneiden. So, letzte. Dann haben wir es. Brettchen zur Seite und Töpfchen holen. So, Herdplatte an. Ja, aka Butter. Denn die Franzosen, wenn sie etwas lieben, dann ist es ihre Butter. Oh, ich habe die falsche Herdplatte an. So, apropos Butter. Bam, rein. Ich nehme noch ein bisschen. Zack, Butter ist drin. Hier, schön. Flupp. Jetzt gehen wir mit den Zwiebeln rein. Yeah. Und was wir direkt zum Start machen, ist einen ordentlichen Schwung Salz auf die Zwiebeln, damit das ganze Wasser aus den Zwiebeln rauskommt. Und das macht es uns dann leichter, die Zwiebeln zu karamellisieren. Bilden mit Felix. Das Traurige ist nur, das heißt traurig, aber man braucht dafür ein bisschen Geduld. Die Zwiebeln brauchen eine Weile, bis sie schön karamellig sind und diese Zeit geben wir ihnen. So, wir haben jetzt hier den Übergang von den rohen Zwiebeln zu den glasigen Zwiebeln. Das heißt, die werden weicher und jetzt fangen sie auch langsam an, so ein bisschen dunkler zu werden. Und ihr könnt diesen ganzen Prozess auch beschleunigen, indem ihr so eine Prise Zucker über die Zwiebeln macht, dann karamellisieren sie schneller. Aber der Franzose wird euch dann für einen Kretin halten und das wollen wir natürlich nicht. Jegliche falsch ausgesprochenen Phrasen bitte ich zu entschuldigen, ich hatte nie Französisch. Jetzt sehen wir auch, wie sich langsam aber stetig die Zwiebeln immer dunkler färben, sie karamellisieren. Und macht euch keine Sorgen, so wenn da unten quasi das wie angebrannt aussieht. Das sind ja quasi nur die Bratenflecken und das kommt alles quasi als Geschmack in unsere Suppe. In dem Moment, wo wir mit der Brühe ablöschen, löst sich das unten auf und das kommt dann rein. Und das sind dann auch noch mehr diese karamelligen Geschmäcker. Mir fällt immer wieder auf, dass ich zu viele Kochsendungen auf Englisch schaue und deswegen fallen mir dann immer nur die englischen Fachbegriffe auf. Ein. Siehste? Searching auf. An. Unsere Zwiebeln haben jetzt so eine schöne, leicht dunkle Bräunung. Das heißt, ihr könnt jetzt noch weitermachen, wenn ihr es noch dunkler haben wollt. Aber für uns reicht das jetzt. Das hat schon sehr viel Geschmack. Und das holen wir uns jetzt. Nehmen wir A. Ein bisschen Mehl reinmachen. Und jetzt ist es auch braun, schön vermengt. Und jetzt löschen wir ab mit Rinderbrühe. D.
Die kommt klassischerweise in... Toll, Felix. Die kommt klassischerweise in Zwiebelsuppe. Ihr könnt natürlich auch Gemüsebrühe nehmen, wenn ihr möchtet. Wir lassen das Ganze jetzt hier schön köcheln, damit sich die Geschmäcker verteilen. Und ich räume kurz die Scherben weg. So, ich habe noch nicht hochgedreht. Außerdem, ganz wichtig, fehlt in unserer Brühe noch ein paar schöne Kräuter. Feinste Lorbeerblätter. Kneck die schon so ein bisschen an, damit die ätherischen Öle auch gut rauskommen. Zack, Thymian. Und eins meiner liebsten Gewürze, Nelke. Zip, hinein. So, das Ganze lassen wir jetzt für 20 Minuten in etwa köcheln. So, unsere Suppe braucht nur noch wenige Minuten, also können wir uns um das Brot kümmern. Zunächst hole ich eine Pfanne. Ich habe jetzt hier ein Aufbackbaguette. Das können wir uns aber sparen, weil wir toasten das in der Pfanne. Und klassischerweise nimmt man ein altes Baguette. Das ist jetzt frisch, funktioniert genauso gut. Bilden mit Felix. So, schnipp, schnapp. Oh, mon ami. Bonjour, Monsieur Baguette. So, jetzt schneiden wir uns vielleicht nicht das Endstück, das ist für mich später, der Knotze nennt man das bei uns. Dann schneiden wir uns ein paar schöne Scheiben raus. Pfanne an. So, Butter geht erstmal in die Pfanne. Beziehungsweise, Quatsch, ich bin so ein Trottel. Sorry, Butter wieder aus der Pfanne raus. Das ist ein wichtiger, entscheidender Schritt fürs Rezept. Wir machen das hier anders. Wir nehmen die Butter, streichen das auf das Brot. Pfanne ist heiß, Brot geht rein, toastet, nicht vergessen. Ich liebe es ja, in Frankreich Urlaub zu machen. Ich bin ein großer Bretagne-Fan. Wart ihr schon mal in Frankreich? Habt ihr dort Urlaub gemacht? Wo habt ihr euch am wohlsten gefühlt? Lasst es mich doch gerne wissen in den Kommentaren. Das lassen wir jetzt kurz braun werden, dann wenden wir das Brot. Und wenn die andere Seite auch braun ist, dann können wir anfangen, unsere Suppe vorzubereiten für den letzten, finalen, genialen Schritt. Hört ihr das? Wie das knuspert in der Pfanne. Ich mache aber es jetzt sehr französisch. Und zwar, ich gebe dem Ganzen doch beidseitig ein klein bisschen hier, zack. Noch ein bisschen Beurre. Aha, der sieht doch schon sehr gut aus. Den wenden wir schon mal. Es riecht auch so ein bisschen nach armen Ritter. Lustigerweise, durch diese Butter und das Brot in der Pfanne. Kennt ihr das, arme Ritter? Das haben wir bestimmt schon mal gemacht, oder? Ja, wenn wir das schon gemacht haben, was wir gemacht haben, dann klickt ihr oben aufs i und dann kommt ihr zu arme Ritter. Stimmt, da war Flo so ein Ritter im Kostüm und es hat ewig gedauert, dieses Rezept, weil Flo immer in dieses Kostüm steigen musste und dann noch filmen. Und dann, mein guter Freund, 5 Drachen auf einen Streich. Wirklich? Ich schwör's euch. Sieht das nicht gut aus? Und wenn es bon aussieht, dann schmeckt es auch bon. Und hier, oh, diese dunkle, karamellige, braune Suppe. Ist das nicht ein Traum? Ist das nicht ein Geschmackstraum? Ich denke schon. Ihr braucht auf jeden Fall feuerfeste Formen. Das heißt, die müssen ja in den Ofen und sie müssen hohe Temperaturen abkönnen. So, oh, jetzt kommt das Brot hier mal raus, weil sonst verbrennt mir das gleich. Ja. Achtung, kommt mal her, kommt her, ihr seid ja nah dran. Ach, jetzt kommt der Zwiebelsuppenschwall. Waschbuch. Und jetzt holen wir uns natürlich von dieser schönen geköchelten Suppe was in unsere Töpfchen. Ja. Und jetzt hole ich mir schon mal eine Reibe. Wir haben nämlich hier einen Comté. Ihr könnt auch einen Gruyère nehmen, der würde hier auch wunderbar passen. Oder allgemein kräftige Hartkäse. So, hau das ab. Jetzt kommt das Brot hier drauf. Aha. Und jetzt reiben wir den Käse einfach drüber. Yeah. Jetzt kommt das Ganze rasch in den Ofen. Wenn ihr eine Grillfunktion habt in euren Ofen, dann nutzt ihr die, ansonsten Ober-Unterhitze. Und jetzt ab in den Ofen. Genau so lange, bis der Käse schön knusprig braun ist. Au revoir! Oh la la, oh la la, oh la la! Meine Zwiebelsuppe. Sie ist sehr gut. Ich lasse das jetzt ein ganz klein bisschen abkühlen, sonst verbrenne ich mir die Schnute und dann kann probiert werden. Aha!
Die Suppe ist jetzt etwas abgekühlt, aber leider habe ich nur zwei Schüsselchen gemacht und eine ist mir, also Chung Fu, ihr müsst euch halt jetzt entscheiden. Ich bin dran. Nein, du hast so oft schon gegessen. Das gibt mir eine Schüssel. Verdammt. Das nächste Mal, Chungi, das nächste Mal. Na denn, wow. Du musst jetzt durch den Käse, durch das Brot in die Suppe und alles mitnehmen, weißt du? Wow. Also. Okay. Oh, ich sehe schon. Ja, und guck mal. Hier, das suppt dann so richtig hoch, ja. Das Brot ist aber trotzdem noch knusprig. Na denn, Bon Appetit. Bon Appetit. Mhm. Halt. Authentik. Vachement bon. Delicieux. Also, lecker. Ich liebe Zwiebelsuppe. Es ist easy. Macht's gerne daheim nach. Und das nächste Mal machen wir Piroggen. Also, vergesst nicht zu abonnieren, Glocke läuten. Bis dahin, au revoir, salut.